Hochsprung ist ein Mix aus Taktieren, Kraft und Eleganz. Und all das versucht Raul Spang zu kombinieren. Momentan leider nicht, denn Anfang Juli zog er sich einen Muskelfaserriss zu. Dabei sollte in der Hauptstadt doch alles besser werden. Nach zwei von diversen Verletzungen geplagten Jahren in Dresden wagte der Sachse den Sprung nach Berlin. Ja, am Anfang war es für mich persönlich ein bisschen schwer, weil ich so einen gewissen Attraktionsstatus hatte. Wenn ich in die Physiotherapie gekommen bin, wurde ich doch schon immer mal wegen meines Dialektes auf den Arm genommen, aber mittlerweile haben die anderen sich dran gewöhnt. Eine Attraktion würde Spank auch gerne wieder auf der Hochsprungmatte sein. Also ich hoffe natürlich, dass ich mal vom Glück geküsst werde und mein Körper heil bleibt. Und dann denke ich, dass eigentlich schon ab dem nächsten Jahr wieder in den Bestleistungsbereich, Wettkämpfe im Bestleistungsbereich möglich sein sollten. Spitzenleistungen, das sind Höhen wie die 2,33 Meter, die Spank 2009 in Eberstadt sprang. Für die Medaille beim großen Ziel in Rio 2016 wird es aber noch einige Zentimeter mehr bedürfen. Die Bundeswehr glaubt an Spank. Die Bundeswehr ist der Grund, warum ich überhaupt noch den Leistungssport machen kann. Die finanzielle Unterstützung ist A und O. Ohne die geht's nie. Ohne die wäre ich nicht mehr in der Lage, den Sport so durchzuführen. Und von daher ist die Bundeswehr für mich sehr wichtig. Und ich hoffe, dass ich das auch durch gute Leistung zurückzahlen kann. Für viele kaum vorstellbar ist der Höhenflug für Spank ein wahres Vergnügen. Wenn man auf die Latte zurennt, kommt einem auf einmal die Höhe ganz klein vor und man denkt, oh, das ist ja überhaupt kein Problem. Dann gibt es noch dazu so ein leichtes Kribbeln im Bauch, wenn man von den Schwungelementen in die Höhe ausgehebelt wird und dann fliegen. Einfach nur fliegen. Und abseits des Sportplatzes, Spank schreibt aktuell seine Masterarbeit mit dem Schwerpunkt Energiewirtschaft, liebt Filme und kocht gerne. Zu empfehlen weiß er dabei besonders seinen Guacamole-Dip. Ansonsten verbringt der Formel-1-Fanatiker, wenn es der Trainingsplan dann zulässt, gerne auch Stunden im virtuellen Cockpit. Den 25.05.2008 können seine außersportlichen Hobbys jedoch nicht übertreffen. Der schönste Augenblick meiner Karriere war eigentlich mein erster Sprung über 2,30 Meter. Das war so die Schallmauer, die Marke, der Weg in die Weltspitze. Raul Spang, von Verletzungen zurückgeworfen, nicht aufgegeben, sondern auf dem Weg zu alter Stärke.